Willkommen, meine Damen und Herren, zu Mystica TV. Gefühle, Emotionen, da denken wir mal, die kennen wir. Wir wissen, wie damit umzugehen ist. Aber glauben Sie mir, es gibt noch einige wirklich spannende Erkenntnisse, die Ihnen unser heutiger Gast vermitteln kann. Und das ist Vivian Dittmar. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, dass du hier bist. Und das Ganze geschieht natürlich auf Mystica TV. Ich habe dich in einigen Vorträgen schon erlebt und war einfach immer unglaublich beeindruckt, weil du mit einer Klarheit, einer Exaktheit und einer Kreativität Themen beleuchtest, die einem dadurch noch viel klarer werden, als es ohnehin der Fall war. Und du hast ein Buch geschrieben, das mich auch sehr bewegt hat. Und dieses Buch halte ich einfach mal in die Kamera. Das heißt Gefühle und Emotionen. Wirklich ein tolles Buch. Ich möchte dich vorher kurz vorstellen. Du bist ein Mensch, sehr vielseitig bist du unterwegs. Du hältst Vorträge, organisierst Veranstaltungen, Trainings und Seminare, schreibst Bücher zu unterschiedlichen Themen. Wir werden heute noch weitere Interviews führen. Aber jetzt geht es eben um Gefühle. Vielleicht mal die Frage vorweg, was hat dich dazu bewogen, dich damit so intensiv zu beschäftigen mit Gefühlen? Ja, oft wird man ja Experte in den Bereichen, wo man selber Schwierigkeiten hat. Ich bin von Haus aus sehr emotional und ich war sehr unzufrieden mit den Antworten, die mir über Gefühle so präsentiert wurden. Es hieß immer, ja, Gefühle sind wichtig, aber wofür sie wichtig sind und warum, konnte mir dann auch niemand genau erklären. Und ich will es dann immer ganz genau wissen und das hat mich dazu bewogen, mich auf die Suche zu machen, zu forschen. Und wirklich herauszufinden, was sind Gefühle und darüber ein Buch zu schreiben. Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, aus welchen Elementen hast du dieses Wissen bezogen? Ich könnte mir vorstellen, da ist auch viel Erfahrungswissen wahrscheinlich dabei. Mhm. Hast du auch viel mit Menschen gearbeitet und dadurch diese Sachen gelernt? Ja, zum einen habe ich tatsächlich über Jahre intensiv mit Menschen zu diesen Themen geforscht, bei mir selbst geforscht. Zum anderen ist es auch so, dass ich einen inneren Zugang habe zu Wissen, wo mir Wissen zugänglich wird. Ich das dann formuliere und dann prüfe, ganz intensiv prüfe. Zum einen in meinem eigenen Leben und dann aber auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Indem ich Fragen stelle, indem ich was vorstelle und sage, ja, könnt ihr damit was anfangen? Hilft euch das weiter? Beschreibt das eure Erfahrung. Und inzwischen weiß ich einfach nach vielen Jahren, dass es meistens so ist, dass die Menschen sagen, ja genau, das ist genau so und ich konnte es noch nie so formulieren. Toll. Also ich erlebe dich auch als ein Mensch, der sehr gerne sehr viel kommuniziert, sich sehr viel austauscht mit anderen Menschen, auch international, darüber sprechen wir in einer anderen Sendung nochmal. Und das, finde ich, unterscheidet dich auch von Menschen, die vielleicht sozusagen nur aus dem eigenen heraus etwas schreiben. Ja. Also das ist jetzt nur eine Vermutung. Würdest du das so bestätigen? Also ich bin eigentlich sehr introvertiert. Und ich finde den Dialog aber sehr wichtig. Wir können ohne Dialog unser Wissen nicht prüfen. Und deshalb ist das mir so wichtig. Also das ist wirklich ein Kernstück von meiner Arbeit, ist dann der Dialog, um Wahrnehmungen abzugleichen und zu schauen, ist das jetzt nur mein System, das so gebaut ist, oder ist deins auch so? Wie universell gültig sind diese Einsichten? Und ein Dialog ist ja nicht nur mental, sondern auch emotional. Da kommen also Gefühle ins Spiel und da können wir gar nicht wegschauen. Ja? Ja. Und das ist jetzt wirklich das Spannende. Man denkt, oh, es gibt so Gefühle, die sind positiv und dann gibt es welche, die sind negativ. Du sagst, nein, es sind erstmal neutrale Kräfte. Und zwar hast du da in 5 Kräften unterschieden. Magst du das mal schildern? Was sind das für Energien, für Kräfte? Ja, also das sind 5 Grundgefühle. Und diese 5 Grundgefühle sind unser Gefühlsvokabular. Das hat sich entwickelt im Laufe der Evolution, um uns zu befähigen, mit Situationen angemessen umzugehen. Und diese 5 Grundgefühle sind Wut, Angst, Freude, Trauer und Scham. Und wenn ich die aufliste, dann ist oft so das erste Jahr, Moment, 5 Grundgefühle, ein positives, da stimmt was nicht. Ja, genau. Und Scham soll dann auch noch positiv sein, Moment. Ja. Es ist so, dass diese 4 sogenannten negativen Gefühle, die sind unser Rüstzeug, um mit den schwierigen Situationen umzugehen. Also mit den Situationen, wo es gerade nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Also eigentlich wie eine Hilfe, ein Abgleich, um weiter leben zu können, wenn Dinge passieren, mit denen wir jetzt nicht rechnen. Ja, oder ein anderes Wort ist auch Brücke. Es ist eine Brücke zwischen meinem Bedürfnis oder meiner Sehnsucht und dem, was ist. Weil das ist eine Lücke oft. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Lücke um? Und diese 4
negativen Gefühle sind 4 verschiedene Brücken über diese Lücke. Mhm. Toll. Wollen wir uns die mal im Einzelnen anschauen? Ja, gerne. Was ist denn deine dein Lieblingsgefühl? Habe ich definitiv nicht. Cool. Ich weiß, ich arbeite mit Menschen, die haben totale Lieblingsgefühle, die sagen, Scham ist mein Kick. Mhm. Bei mir wechselt das immer wieder. Okay. Ich bin dadurch verschiedene Phasen durch. Mhm. Und meine wichtigste Erkenntnis war, dass wir wirklich alle 5 Grundgefühle gut ausbilden müssen, weil es sonst zu Ungleichgewicht kommt in unserem Gefühlskompass. Mhm. Das heißt, lernen Sie zu leben, wenn Sie da sind, wenn Sie sich melden. Sie nicht zu verdrängen, aber auch nicht zu pushen, oder? Ja, ein bisschen anders, weil wir erzeugen unsere Gefühle. Mhm. Die tauchen nicht einfach auf. Wir denken, sie tauchen einfach auf. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ich muss jetzt einfach mit denen sein. Mhm. Und dann sehen wir aber nicht, dass wir im Hintergrund eigentlich der Marionettenspieler sind, der durch die eigenen Gedanken und Interpretationen dieses Gefühl erzeugt hat. Mhm. Und trotzdem bin ich ja dem Eindruck, ich bin meinem Gefühl ausgeliefert, wenn ich jetzt in der Wut bin und so, wow, meine Wut übermannt mich, da habe ich richtig Angst. Aber es ist nicht so. Ja, wir müssen da unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen. Mhm. Das ist jetzt ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben. Genau. Bei Emotionen ist es tatsächlich so, dass die uns oft überwältigen und dass wir überflutet werden davon und dann erstmal in einen Stressmanagement-Modus kommen. Und das unterscheide ich aber sehr klar von Gefühlen. Okay, bleiben wir erstmal bei den Gefühlen. Genau. Ich habe es schon leicht angedeutet, unsere Zuschauer wissen, manchmal rede ich ganz gerne über Wut. Warum? Weil ich sie früher überhaupt nicht leben konnte. Ja. Das hat mich total beschäftigt. Und ich finde es andererseits toll, wenn Leute wütend so. Und dann hatte ich immer Angst davor, weil in unserem Elternhaus war das nie ein Thema. So lieber brav und zurückhaltend. Wut, no go. Wut ist nicht gut. Ja. Das war in mir ganz lange ein Bewusstsein. Was ist das Gute an der Wut? Boah, Wut ist genial. Wut ist eine irre Kraft. Die zerstörerisch werden kann, wenn sie sich in ihrem Schatten zeigt. Das ist ein wichtiges Thema. Das möchte ich nicht unter den Teppich kehren. Und Wut als Kraft ist die Kraft, die mich befähigt, klar zu sein, ganz klar zu sagen, das passt für mich nicht. Mhm. Mich zu engagieren, zum Beispiel auch das Thema Sacred Activism, also mich einzubringen für die Evolution in der Welt, da ist eine gesunde Wutkraft ganz wichtig, mich hinzustellen, zu sagen, stopp, da läuft was falsch. Mhm. Und mich für das einzusetzen, was mir am Herzen liegt, sei es der Schutz der Wälder oder Artenvielfalt oder Kinderrechte oder was auch immer. Mhm. Ja, es ist eine richtige Kraft, das stimmt schon. Wenn die wirklich mal lebendig wird, merke ich auch, da entsteht was in mir. Mhm. Und warum kann jetzt manche Leute die Wut tatsächlich nicht leben oder glauben sie nicht leben zu können? Woran liegt sowas? Also das hat ganz unterschiedliche Gründe. Sicher das Elternhaus hast du schon genannt, dass viele Menschen Wut entweder als sehr zerstörerisch kennengelernt haben und deshalb Angst davor bekommen haben und einfach gesagt haben, mit dem will ich nichts zu tun haben, ich möchte nie so sein wie mein Vater, höre ich oft. Mhm. Andere Gründe sind auch, dass es vielleicht im Elternhaus auch nicht gelebt wurde. Und deswegen nie erlernt wurde, dieses Gefühl überhaupt zu erzeugen. Das heißt, es wird immer die Position zum Beispiel des Opfers eingenommen. Mhm. Was ist so schade, die Umweltzerstörung und was alles auf der Welt geschieht. Ja. Das ist dann so eine Gefühlsverlagerung, darüber schreibst du ja auch. Genau. Das heißt, dann ist, das kenne ich mich auch, dann war oft so Traurigkeit, ich kann hier nichts ändern. Dabei hätte ich was ändern können. Ja. Aha. Genau. Ja. Und das ist das Problematische. Mhm. Und deshalb oft sagen Leute zum Beispiel, ja, ich bin so depressiv, ich bin oft so viel traurig. Und sie denken, sie haben ein Problem mit Trauer. Ja. Sie haben vielleicht ein Problem mit Wut, weil keine Wut gelebt wird. Mhm. Oder Choleriker, die haben ganz oft ein Problem mit Trauer oder Scham. Mhm. Die haben gar kein Problem mit Wut. Ja? Ja. Das ist dieser Ausgleich, den ich vorhin meinte. Mhm. Und ist wahrscheinlich jeder Mensch mit gewissen Defiziten im Leben und da gilt es jetzt, so ein Ausgleich und das zu lernen. Ja. Man kann es lernen. Was hilft mir jetzt, die Wut lebendiger werden zu lassen? Was kann ich da tun? Wie gehe ich da vor? Also zum einen ist es gut, wenn du dir bewusst machst, wie Wut eigentlich entsteht. Und Wut entsteht durch die Interpretation, dass etwas falsch ist. Mhm. Dass du sagst, das passt mir nicht. Ja, und wenn du dir einfach erlaubst, manchmal ganz bewusst diese Interpretation zu treffen und dann etwas zu unternehmen, und das macht nur Sinn in Situationen, wenn du tatsächlich etwas tun kannst, dann kannst du mehr und mehr auch lernen, dadurch ganz bewusst Wutkraft zu erzeugen.
Und das Witzige daran ist, dass das am Anfang oft eine zarte Kraft ist. Also die kommt dann nicht gleich boom, sondern das ist erstmal so, so ein kleines Feuer. Aber es gibt dir genau die Energie, um an der Kasse zu sagen, Moment, da wurde was falsch eingetippt. Ja? Und das reicht dann schon. Und das würdest du vielleicht bislang gar nicht als Wutkraft benennen. Aber wenn du da mal die Punkte verbindest und siehst, okay, das ist auch Wut. Also ich darf sagen so nicht, ich darf was verändern, sich das zuzugestehen. Genau, es ist nicht nur das, sondern ich sehe es wirklich auch als unsere Verantwortung. Es ist nicht nur ich darf, sondern ich habe eine Pflicht. Ja. Ich bin als Mensch hier, ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun. Und wenn ich das unterlasse, dann drücke ich mich aus meinem Teil in diesem Spiel. Ja, und werde auch nicht so für voll genommen. Ne? Wenn ich mich nicht wirklich für eine Sache einsetze, was will er denn überhaupt? Ja, also Menschen, die keinen Zugang zu ihrer Wutkraft haben, werden oft nicht ernst genommen. Unabhängig davon, ob sie in dem Moment gerade wütend sind oder nicht. Man spürt das. Hat der sein Schwert oder nicht? Egal, ob er es zieht oder nicht. Das ist dann ein anderes Thema. Du hast auch, lassen wir uns noch ein bisschen bei der Wut bleiben, nicht, dass Sie denken, das ist mein Lieblingsgefühl, aber ich will dich noch mal zitieren, weil du das so toll beschrieben hast. Darf ich dich zitieren? Gerne. Aus deinem Buch. Und zwar am Ende eine kurze, wie du die Wut empfindest, das finde ich toll. Ist Wutkraft in meinem System aktiviert und in Fluss, durchläuft sie meinen ganzen Körper wie eine Welle der Hitze. In meiner Körpermitte spüre ich eine klare Linie wie ein Schwert, die mich zentriert hält und dieser Kraft Klarheit gibt. Diese Kraft kennt keine Zweifel und kein Zögern. Sie durchströmt mich wie ein Feuer und erreicht schnell, präzise und effektiv ihr Ziel. Sie weiß, was sie will. Der Weg dahin ist irrelevant. Es wird umgesetzt. Sie kennt keine Unentschlossenheit. Ihre Zielgerichtetheit ist absolut. Ich bin diese Kraft. Das klingt gut. Schön. Vielen Dank. Es sind schöne Worte. Ja. Es gibt weitere Gefühle. Schauen wir mal weiter. Die Trauer. Ich spreche auch ein bisschen von mir, sonst ist es ja langweilig für die Zuschauer. Trauer kenne ich sehr gut. Wie gesagt, Wut konnte ich nicht so leben, Trauer kenne ich sehr gut. Gleichbedeutend mit Wasser, gleichbedeutend mit Schade. Was heißt das genau? Wie würdest du es nochmal in Worte fassen? Ja, ich erkläre es mal im Kontrast zur Wut. Also Wut, habe ich ja gerade gesagt, Wut ist total sinnvoll, wenn du wirklich was tun kannst. Trauer ist dann sinnvoll, wenn du nichts tun kannst. Wenn etwas passiert ist, wo du sagst, boah, das hätte ich mir echt anders gewünscht. Und es hat nicht geklappt. Boah, schade. Und Trauer, merkst du auch gleich, das ist eine ganz andere Energie. Eine ganz andere Kraft. Ist aber auch eine Kraft. Ist keine Schwäche. Ja? Wird ja oft als Schwäche empfunden. Ja, aber weil es ist deswegen eine Kraft, weil es dich wirklich befähigt anzunehmen. Und das ist eine Fähigkeit. Und wenn ich die nicht habe, dann verrenne ich mich eben in der Wut. Ganz oft in der Wut oder auch in der Scham oder in der Angst. Oder ich muss es zukleistern mit einer Pseudofreude. Und diese Tiefe, die Trauer hat, die lässt alles erstmal nach unten sinken, lässt es weit werden, tief werden und macht dadurch Raum. Und wenn ich wirklich tief in die Trauer hineingehe, dann öffnet sie jedes Mal, wenn ich mich einlasse, mein Herz ein Stückchen mehr. Weil das ist eigentlich wirkliche Liebesfähigkeit in meinem Verständnis, dass wir eben dann annehmen, ja sagen können, annehmen, Hingabe. Wenn es anders ist, als ich es mir gewünscht habe. Ja, sonst ist es ja leicht. Ja. Und das ist die Kraft. Das heißt in Beziehung, ich liebe einen Menschen und das sind Sachen, die schwierig sind. Aber das anzunehmen, so meinst du es, oder? Ja, genau. Also bei meinem Partner, er ist ganz wunderbar und er hat sicher auch Seiten, die mag ich nicht so gerne. Ja, und das können Kleinigkeiten sein. Und wenn ich in dem Moment da bleiben kann und das spüren kann und sagen, ach schade. Und dann mein Herz aufmachen kann. Aber ich bin trotzdem da. Ich bin trotzdem da und ich liebe ihn trotzdem in seiner Gesamtheit. Nicht nur die Teile, die ich schön finde, sondern ich weiß, das gehört zu ihm dazu. Und deswegen nehme ich das mit an. Ja? Cool. Schön. Was wir alle kennen, wo wir alle sicher sind, das ist ganz furchtbar und ganz schlecht, Angst. Ja, das ist immer so der Punkt, wo die Leute aussteigen. Ja. Okay. Nee, bitte, okay. Angst ist doch kein Gefühl, also bitte. Ja, und dann noch gut. Ja. Ja. Oder manche sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, manche sagen auch wirklich, es gibt diesen Gegensatz, Liebe und Angst. Und aus Angst kommt Wut und Hass und alles Mögliche. Aber du siehst es anders. Ich sehe das anders. Ich weiß, was damit gemeint ist.
Es gibt die Angst vor der Angst, wo ich mich zumache und verschließe und mich trenne von der Welt. Und da kann ich sagen, ja, das ist ein Gegensatz zur Liebe. Mhm. Es gibt aber auch Angst als Kraft. Und das ist, wenn ich mich in dem Moment, wo Angst auftritt, der Angst öffne und sie zulasse und mich auf dieses Gefühl einlasse. Und das ist am Anfang wirklich, das ist das Schrecklichste, was du jemals tun kannst. Das ist so furchtbar. Und dann erleben es Menschen sehr oft als wirklich orgastisch. Weil die Angst hat ja ein unglaubliches Kribbeln und eine Lebendigkeit. Ich finde, sehr schön merkt man das auch beim Lampenfieber. Das gibt einem einfach so gerade sagen. Tausendprozentige Wachheit. Absolut. Ja, ja. Und du bist zu Höchstleistungen fähig, zu denen du sonst nicht fähig wärst. Ja, ja. Und trotzdem, also ich meine, kurz bevor es losgeht mit Interviews, bei manchen mehr, bei manchen weniger, denke ich, scheiße, ich will das nie mehr machen, warum muss ich das sagen? aber dann lasse ich es wieder los und merke, nein, ich bleibe offen. Mhm. Und klar, daraus entsteht auch eine Offenheit. Aber es braucht halt, eigentlich braucht es überall Mut. Mut, wirklich. Ja. Zuzulassen. Ja. Ja. Und bei der Angst ist es so, dass die Angst ist wirklich, die tritt dann auf, wenn wir dem Unbekannten begegnen. Mhm. Genau. Das ich weiß ja nicht, was geschieht. Ja. Ich weiß nicht, was geschieht. Ja. Und das ist aber genau das, was mich dann so präsent werden lässt. Und eben nicht irgendein Standardprogramm abspulen lässt, sondern wirklich zu gucken, was entsteht gerade in diesem Moment zwischen dir und mir und was möchte gerade geteilt werden. Mhm. Mhm. Und insofern ist es eine hochkreative Kraft, weil sie eben da auftritt, wo was wirklich Neues geschieht, wo wirkliche Innovation passiert. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, also wir haben ja gesagt, Wut, ich kann es ändern, Trauer, ich kann es nicht ändern, Angst, ich kann es weder ändern noch annehmen. Ich kann ja nicht einfach hier sitzen und gar nichts tun und sagen, ach schade, dumm gelaufen, ich bin ja noch mittendrin. Ja, aber trotzdem haben tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, viele Menschen an sich schon Angst vor einer Angst und haben dann noch mehr Angst. Ja. Was kann ich da tun? Mhm. Ich meine, klar, also sagen wir mal so, ich sollte vielleicht auch zu einem Menschen gehen, der mir hilft, damit zurechtzukommen, wenn es eine richtige Phobie geworden ist. Ja. Aber das ist einfach nur überhöhte Angst letztlich, oder? Oder wie konnte sich das verfestigen? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Der erste Schlüssel ist wirklich fühlen. In dem Moment fühlen. Und was bei vielen Menschen passiert, ist, dass sie in eine Angststarre kommen und in eine Lähmung. Und es ist gut, wenn wir uns da Unterstützung holen, vielleicht auch einfach von guten Freunden, dass jemand einfach da ist, präsent ist. Und wir da mal schauen, wie ist das, wenn ich mich diesem Gefühl zuwende? Mhm. Das ist genau die gegenteilige Bewegung. Sonst versuche ich eigentlich nur davon wegzukommen. Ich versuche alles, dass ich das nicht fühle. Und dann einfach ganz bewusst dem mal zuzuwenden und zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich an? Was ist das für ein Gefühl? Mhm. Und dann beginnt sich das Gefühl zu verändern. Mhm. Das ist interessant. Ja. Und dann werde ich mit diesem Gefühl vertraut. Ich sage, aha, so fühlt sich Angst an. Ist ja interessant. Mhm. Und dann kann ich meine Angst vor der Angst verlieren. Ich merke, ich kann das ja fühlen. Ich muss vor dem nicht weglaufen. Ich kann mich Stück für Stück auf diese Kraft einlassen. Das ist ein Zugang. Ein anderer Zugang ist eher über eine mentale Stellschraube, wo bei allen Gefühlen in unserem Kopf eine Weiche eingebaut ist, die entscheidet, ob das Gefühl als Kraft oder als Schatten auftritt. Mhm. Und die ist faszinierend. Ich habe Jahre gebraucht, um die zu finden. Und das hat mit der Interpretation zu tun. Wenn ich zum Beispiel sage bei Angst, das ist furchtbar, oder das ist furchtbar aufregend und dadurch Angstkraft erzeuge, dann entsteht ein Gefühl als Kraft. Wenn ich sage, das ist so furchtbar, das sollte es gar nicht geben, dann entsteht ein Schattengefühl. Mhm. Und zwar sowohl bei Wut, als auch bei Trauer, als auch bei Angst, als auch bei Scham, als auch bei Freude. Mhm. Das ist ein hochinteressantes Phänomen. Ja, ja, das nennst du Absolutheitsansprüche. Absolutheitsansprüche, ja. Ja, 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 genau. Ja. Also Glaubenssätze, die ich habe, jetzt mal, wenn man es wieder auf die Wut bezieht, wütend sein ist nicht gut. Das ist absolut nicht ganz dasselbe. Ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Also ein Absolutheitsanspruch ist eine sehr spezielle Form von Glaubenssatz. Ah, okay. Mhm. Ein Glaubenssatz kann ja auch sein, dass ich eine Erfahrung mache und daraus eine Schlussfolgerung ziehe über das Leben ist gefährlich zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich diesen Glaubenssatz oder die Menschen sind böse. Das ist kein Absolutheitsanspruch. Ein Absolutheitsanspruch entsteht meistens in traumatischen, unter traumatischen Umständen,
wo wir versuchen, uns vor dem Trauma zu schützen, indem wir sagen, das hätte nicht passieren dürfen. Das sollte es nicht geben. Und das kann unglaublich plausibel sein. Zum Beispiel Kindesmissbrauch sollte es nicht geben. Ja. Krieg sollte es nicht geben. Was dadurch passiert, ist, ich schütze mich vor der Erfahrung. Ich reiche eine Beschwerde bei Gott ein, sage, da hat er einen Fehler gemacht. Und ich beharre darauf, dass er diesen Fehler revidiert. Mhm. Blöderweise passiert das nicht. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich das mache, schiebe ich diesen Absolutheitsanspruch zwischen mich und das, was ist. Mhm. Und verhindere damit, dass ich damit in Beziehung trete. Damit ich aber das verändern kann oder das annehmen kann oder mich darauf einlassen kann, muss ich damit in Beziehung sein. Ja, ja, ja. Hilft mir zum Beispiel die Wut, um dann aktiv etwas für das Gute zu tun. Genau. Ja. Und wenn ich eben zum Beispiel sage, das dürfte es gar nicht geben, dann kommt Wut in ihrem Schattenausdruck und wird zerstörerisch. Mhm. Und das ist dann das, wo Leute eben in den Krieg ziehen für den Frieden. Okay. Ja, ja, ja. Ja, schön. Nochmal zurück zur Angst. Genau, wir waren dabei, wie ich es mehr spüren kann. Mental auch. Genau. Diese Weiche einfach zu gucken, bin ich in einem Absolutheitsanspruch oder ist es eine Interpretation, die einfach die Situation einschätzt? Schön. Ja. Ja. Okay, wir haben 3, jetzt kommt die 4. Das ist mal was Positives, die Freude. Okay, die Freude. Zunächst einmal, klar, super, super positiv. Denkt man so, muss man gar nicht groß drüber reden, aber auch das hilft, wenn man es genauer definiert, wie du das gemacht hast. Ja, also zum einen, Freude tritt zunächst einmal ganz banal auf, wenn es so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich habe ein Bedürfnis und das, was ist, entspricht dem Bedürfnis. Mhm. Also ich habe jetzt gerade Freude. Ich finde es super, das Gespräch, sehr interessant, macht Spaß. Okay, und du hast Freude, weil du das bewusst wahrnimmst. Ja, genau. Und wenn du aber diesen Moment verpasst, zu sagen, ist ja toll, läuft gerade super, erzeugst du auch keine Freude. Und das passiert uns ganz oft. Dass wir im Alltag so beschäftigt sind mit allem Möglichen, dass wir zig Freudemomente verpassen. Deswegen hilft wahrscheinlich so ein Freudetagebuch ganz gut, was manche Therapeuten empfehlen. Einfach, hey, die Blume, die ist total schön, da freue ich mich drüber. Ja, so simpel und banal es klingt, aber dadurch können wir das üben. Ja, total. Und das ist ja auch, also das weiß man inzwischen auch, Thema Beziehungen. Also je mehr ich mich an meinem Partner freue und auch diese Freude ausdrücke, desto gesünder ist die Beziehung. Ja. Und genau das wird halt oft versäumt, weil das, was gut läuft, warum muss ich das auch noch bewusst wahrnehmen? Mhm. Also das braucht immer wieder dran erinnern und das ist ein Freudetagebuch, ein super Werkzeug. Mhm. Toll. Ja. Jetzt denkt man, Freude super, da brauchen wir nicht drüber reden, aber auch die Freude kann übertrieben werden. Was heißt das dann, wenn ich... Sie kann missbraucht werden. Missbraucht werden. Ja, sie kann missbraucht werden, wenn ich sie zweckentfremde. Also wenn ich versuche, Freude einzusetzen, wo es eigentlich ein anderes Gefühl bräuchte. Ja, wenn ich mir was schön rede. Wenn ich zum Beispiel sage, ach ja, wir haben eine ganz tolle Beziehung und damit unter den Teppich kehre, dass es einfach Aspekte gibt, die vielleicht gerade echt Aufmerksamkeit brauchen, wo ich echt mal sagen muss, hey, Moment, da funktioniert gerade was überhaupt nicht für mich. Ja? Wo ich zum Beispiel wütend werden müsste. Ja. Sie kann auch missbraucht werden. Es hängt einfach wieder mit den Absolutheitsansprüchen zusammen. Also Freude zeigt sich in ihrem Schattenausdruck, das ist die Illusion. Mhm. Ah, Illusion. Ja, immer wenn ein Absolutheitsanspruch eingesetzt wird. Das ist alles, der Himmel ist voller Geigen. Ja, ja, der Himmel ist voller Geigen. Also es ist der Himmel ist sowieso voller Geigen, nur das heißt nicht, dass auf dieser Ebene, Realitätsebene, immer alles voller Geigen ist. So. Ja, ja, genau. Also wir sind ja hier auf einer Erfahrungsebene, wo wir die ganze Palette haben. Und wenn wir da immer drüber kleistern, dass alles sowieso super ist, dann verpassen wir, finde ich, den wichtigsten Teil des Menschseins. Ja? Und das ist ein Missbrauch von Freude. Und das merkt man. Das ist dann eine Pseudo-Freude. Ja. Ja. Und das hat so einen ganz unangenehm klebrigen Touch. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, geschrieben so als Beispiel, so amerikanische Ehefrauen, wo es eigentlich gar nicht mehr läuft. Oh, it's so nice, she's so nice guy. Gefrorene Lächeln, ja. Schön. Ja. Ja, und dann etwas, was ich da jetzt gar nicht erwartet hätte, Scham. Hm. Ja. Dass das auch eine Kraft sein kann. Das habe ich sogar jetzt noch nicht ganz verstanden. Mhm. Was bedeutet Scham? Was ist das? Was geht davor? Scham ist eigentlich dieser Moment, wo der Blick nach innen geht.
und wo ich mich selbst wahrnehme. Und Scham ist ja ganz wichtig in der Schöpfungsgeschichte, in der Bibel. Mhm. Ist ja eigentlich das erste Gefühl, also nach der Menschwerdung. Plötzlich haben Adam und Eva sich selbst zum ersten Mal gesehen und gesehen, dass sie nackt sind, also sie sind, und haben sich geschämt. Und das ist für mich wirklich ein ganz bezeichnender Moment, weil die Scham ist wirklich dieser Schlüssel, dass ich von außen auf mich gucken kann. Und damit kann ich mich überhaupt als ich wahrnehmen. Und dann gefalle ich mir aber nicht, deswegen entsteht Scham. Unter Umständen gefalle ich mir nicht. Es ist, aber Scham ist vor allem einfach diese Selbstreflexion. Also Scham passiert ja, wenn ich jetzt etwas mache, was unangemessen ist. Ja. Und dann auf einmal stehe ich wie neben mir und gucke und merke, oh, das war jetzt unangemessen. Und kann das dadurch korrigieren. Ich kann aber auch sagen, na, vielleicht findet der Thomas das unangemessen und vielleicht sogar das ganze Publikum, ich finde es okay. Und das ist dann eine Scham als Kraft, wo ich wirklich mich selbst reflektiere und selbst immer wieder mir die Frage stellen kann, was für ein Mensch möchte ich sein? Was sind meine Werte? Und passt das, was ich lebe, zu meinen Werten? Und immer wieder Verantwortung zu übernehmen für die Bereiche, die nicht zu meinen Werten passen oder wo es mir nicht gelingt, so zu sein, wie ich gerne wäre. Und das passiert ja ständig. Also wir sind ja alle extrem unvollkommen. Die ganze Zeit. Und das einfach liebevoll anzunehmen, dafür brauche ich eine gesunde Schamkraft. Schön. Und die hat natürlich auch den Schatten, ja, deswegen ist sie so gefürchtet. Ja, wollte ich gerade fragen, also so gerade in spirituell esoterischen Kreisen, ja. Diese permanente Selbstreflexion, ja, und jetzt, Sie erfahren heute sehr viel über mich, tut mir leid, das ist nicht alles nötig, möglich, so bei mir unterdrückte Wut, also bevor ich mich nach außen beschwere, habe ich früher immer noch dreimal mich selber angesehen. Ja. Oh ja, ich habe selber was falsch gemacht. Das ist dann die Übertreibung des Ganzen. Ja, also das ist natürlich dann mal Scham statt Wut. Also das ist sehr weit verbreitet. Das ist bei mir auch eine super beliebte Strategie. Also das ist echt, bis ich mal drauf kam, ich muss wirklich mindestens dreimal so oft wütend werden, wie ich das werde. Ja. Und mich weniger hinterfragen. Das war ein langer Weg und ich bin immer noch dran. Der Schatten der Scham ist aber tatsächlich dann, wenn es einen Absolutheitsanspruch hat wieder. Mhm. Das heißt, wenn es heißt, ich sollte anders sein. Ja. So wie ich bin, dürfte es mich gar nicht geben. Ja, ja, ja. Oh, und dann geht es in die Selbstzerfleischung. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Ja. Und dann bin ich immer kleiner und immer kleiner und dann darf ja gar kein Fehler mehr sein. Ja. Es ist nicht das wie bei der Kraft, wo ich sage, oh ja, das ist mal nicht so gut gelaufen. Sondern es ist richtig dieses Zusammenkrümmen und immer kleiner werden. Genau. Und das ist aber der Absolutheitsanspruch, der eben sagt, so wie ich bin, sollte es mich gar nicht geben. Furchtbar. Ja, klar, aber es gibt es auch. Ja. Ja, spannend. Ja, und jetzt in Gleichgewicht zu kommen, emotionale Kompetenz zu erlangen, ist das schwer? Ist das viel Arbeit? Sehr pauschale Frage. Boah, natürlich. Ich finde das Leben unglaublich schwierig mit mangelnder emotionaler Kompetenz. Also wo ich emotional wirklich in keinem guten Zustand war, war das Leben wahnsinnig anstrengend. Und meine Beziehungen waren wahnsinnig anstrengend. Und im Vergleich zu dieser Anstrengung war der Weg, mich zunehmend in eine Balance zu entwickeln, wirklich Kinderspiel, kann ich wirklich sagen. Ja, es ist ja ein Geschenk eigentlich, gell, diese Kräfte alle spüren und leben lassen zu dürfen und sich das zu erlauben. Ja, du zeigst noch in dem Buch, benennst so ein paar Schattenseiten, Menschen, die sozusagen die Gefühle einfach rauslassen, ja, zum Beispiel, ohne, was ist das dann, einfach aus Gewohnheit pushen? Jetzt auch wieder die Leute, die einfach ständig wütend sind, die werden halt zu oft wütend? Oder wie ist es genau gemeint? Was? Streng genommen ist das einfach rausschmeißen eigentlich auch nur eine Strategie, um es nicht zu fühlen. Ja, weil indem ich es einfach dir überstülpe, muss ich es nicht fühlen. Und das ist für mich sehr wichtig. Also es gibt dann immer so diese zwei Fraktionen, die einen, die eben alles wegdrücken und die anderen, die alles rausschmeißen. Beides ist nicht gesund. Ja, also wegdrücken, das sind so betäubte Gefühle, oder? Ja, genau. Das kommt, glaube ich, auch sehr häufig vor. Ja? Extrem. Ja. Und das ist vor allem, wenn ich natürlich sehr häufig das falsche Gefühl zur falschen Zeit habe. Dann ist es einfach super unpraktisch und was mache ich dann damit?
Und viele haben dann so eine Mischstrategie, dass sie es halt dann bei der Arbeit vielleicht noch irgendwie unten halten und dann zu Hause vielleicht, wenn die Beziehungsdynamik so ist, das bei der Freundin entladen oder beim Kind oder beim Hund oder. Und das hat natürlich sehr hohe Kollateralschäden, so eine Strategie. Also zum einen gesundheitlich, zum anderen dann für die Beziehungen. Jetzt vielleicht mal an diesem Beispiel, nehmen wir an, jemand ist oft traurig und die Trauer zeigt sich aber in falschen Situationen, eben auch in der Partnerschaft. Was kann so ein Mensch tun, um das zu verändern? Es geht um Lernen, Achtsamkeit, Gefühle fühlen. Was sind so mögliche Schritte dorthin? Also das eine, was ich empfehle, ist wirklich mal sich den Gefühlskompass anzuschauen, also diese 5 Gefühle, und mal so eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, ja, wie gut kenne ich welches Gefühl? Wie oft habe ich das? Und wenn ich da merke, ich habe einen blinden Fleck, und das bei den meisten Menschen ist, sie sagen, 1 oder 2 Gefühle habe ich nie, dann ist das schon mal ein Alarmzeichen. Dann ist so Hausaufgabe Nummer 1, mach dich auf die Suche nach diesem Gefühl. Ja, vielleicht auch einen Partner fragen, wie siehst du mich, wie ich fühle. Das kann man auch werden machen. Sofort sehr ehrliche Antworten kommen, wenn man einen guten Partner hat. Das stimmt. Und, und dann sich auf die Suche machen, wirklich, wie ich dir vorhin gesagt habe, diesen Knopf auch suchen. Wie kann ich dieses Gefühl erzeugen und das richtig üben? Richtig, und das kann echt Spaß machen. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann auch, wenn ich zum Beispiel in der Situation bin und ich habe ein bestimmtes Gefühl, du hast jetzt Trauer genannt, mich zu fragen, ist das jetzt gerade das optimale Gefühl für diese Situation? Brauche ich das gerade? Geht es gerade darum anzunehmen? Vielleicht geht es gerade darum anzunehmen, wenn ich gerade mein Handy verloren habe. Vielleicht geht es aber auch darum, wütend zu werden und nochmal zurückzufahren und zu suchen, das Fundbüro anzurufen, keine aktiv zu werden. Das wäre dann Wut. Das heißt, wenn ein Gefühl auftaucht, zu gucken, ist es gerade das Gefühl, was ich brauche? Oder wäre ein anderes Gefühl aus dem Gefühlskompass eigentlich besser geeignet? Und dann kann ich auch über die Interpretation, jedes Gefühl hat eine Interpretation, kann ich lernen, das andere Gefühl zu erzeugen. Und dadurch eben diese Energie zu verlagern. In mir. Ja. Schön. Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal auch richtig und falsch verstandene Spiritualität. Also ob ich das jetzt bestimmen könnte, aber ich mache es trotzdem. Es gibt auf der einen Seite einige spirituelle Meister, wo ich das Gefühl habe, wow, die sind so lebendig, weil sie so intensiv auch fühlen können, mal wütend sein können. Und andere, die schweben einfach im Frieden. Das ist ja jetzt nichts richtig und nichts falsch, aber es kann, glaube ich, schon missverstanden werden. Es gibt ja so einen Glaubenssatz im Advaita, am besten nur noch im Sein ruhen, im Frieden, in der Stille. Dann kann aber auch passieren, dass ich mich abschneide von meinen Gefühlen. Wie siehst du da so die Grenze oder was sind so... Ja, also ich bin ganz stark der Meinung, dass wir wirklich hier sind, um dieses Menschsein ganz zu leben und zu erfahren. Und da gehören für mich die Gefühle dazu. Sie sind für mich Beziehungskräfte. Und dieses nur noch im Sein schweben ist für mich nicht das, wofür ich jetzt hier bin. Also das kann ich woanders super machen. Und jetzt bin ich wirklich hier, um in Beziehung zu sein. Und da gehören die Gefühlskräfte dazu. Und die machen für mich das Ganze lebendig und rund und menschlich. Sie sind für mich, also für mich ist der wichtige Schlüssel ist wirklich dieser Unterschied zwischen Absolutheitsanspruch und Interpretation. Unsere Absolutheitsansprüche sind die Bausteine unseres Egos. Und das ist für mich, wenn du jetzt sagst, falsch verstandene Spiritualität, für mich ist eine Spiritualität, wo ich mich aus der Welt zurückziehe, nicht mehr zeitgemäß. Das mag irgendwann mal gut gewesen sein. Ich finde, heute geht es wirklich darum, das Ganze im Leben zu leben. Pures Leben. Und sich wirklich einzumischen auch. Und wenn ich einfach in dem Moment eine Interpretation treffe und dadurch eine Kraft erzeuge und mich einbringe und dadurch einfach das Leben durch mich lebt, dann ist das für mich zutiefst spirituell. Wenn ich mich in Absolutheitsansprüchen verhake und in einen heiligen Krieg ziehe, dann ist das definitiv für mich eine falsch verstandene Spiritualität, genauso wie wenn ich mich komplett rausziehe. Und das war für mich ein sehr wichtiger Schlüssel, um auch zu verstehen, ja, wie kann ich denn Gefühlskräfte so leben, dass sie wirklich verbinden statt trennen? Das war für mich so eine Kernfrage. Sehr schön, sehr klar, sehr tiefgehend. Toll. Also, ja.
wie du sagtest, Beziehung, ja, in Beziehung lebendig sein. Wir werden ja auch beschenkt, wenn wir uns wirklich öffnen. Mhm. Und auch darüber hast du ein tolles Buch geschrieben und darüber sprechen wir in einem zweiten Teil. Ich danke dir sehr, Vivian. Ganz sehr wunderbar. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, alles Gute. Bis zum nächsten Mal auf Mystica TV.